10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Servus, ich bin der Dominik. Ich darf euch mal ein paar Worte erzählen, wie ich heute zu meiner 30 gekommen bin, beziehungsweise zum jetzt 340i. Wie bin ich zum Auto abgekommen? Eigentlich war ich bei einem Bekannten, um ein Schweißgerät zu holen oder zu kaufen, bei ihm in der Werkstatt. Und dann war ein i30 MD hier noch in Originalzustand auf stahlfähigen Radkappen in der Ecke gestanden. Hat ein Jüngerer, ja gut, damals war er auch noch jünger, der war 18, hat von seinem Opa das Auto geerbt, hat sich gedacht, BMW 18 optimal, 316er, den melde ich an, fahre ich. 2 Wochen später hat er aber dann die Steuer bekommen, hat sich gedacht, der 316 Vergaser ohne Cut, Steuer ist recht teuer, Sprit braucht da, gibt leider beschissen, das Ding muss wieder weg. Und so habe ich das Auto dann vor 15 Jahren für schlappe 300 Euro mal gekauft, nach dem Motto, lieber haben wie brauchen, habe dann erstmal die Ecke gestellt. Zwar angemeldet aufs rote Kennzeichen, aufs Oldtimer-Kennzeichen, hin und wieder mal bewegt, aber wirklich Spaß gemacht hat es mit den 90 PS tatsächlich nicht. Ja, dann über verschiedene Überlegungen, was machst du rein, anderer Motor, gänge ich in 325 oder machen wir doch einen 35er rein. Irgendwann war dann die Überlegung, da ich von meinen anderen Fahrzeugen noch einen 35er Turbo übrig hatte, vom E23, machen wir den vielleicht rein. Aber dann auch wieder verworfen, weil lieber mal auf der Seite haben, wenn ich für meinen anderen Siemer brauchen müsste oder bräuchte, dass ich den da habe. Und so ist weiter dahin geschlummert, bis vor ein paar Jahren eigentlich mit dem Kumpel, mit dem Thorsten, dann die Idee hatte, vielleicht machen wir doch mal was Moderneres rein am Motor. Und wie wir es ausgesprochen haben, war dann auch schon der erste 45 im Haus gestanden, eigentlich zum Schlachten, mehr auch wieder mehr durch Zufall. Haben den dann zerlegt, ja, die ganze Technik angeschaut und ja, bis dann gab es ja dann doch schon in der i30-Szene ein paar V8 umbauen, man konnte sich ein bisschen einlesen. Auf den Kopf fallen sie mir auch nicht ganz und haben dann halt schon mal angefangen, den V8 da reinzumachen. Hat zwar schon knapp 300.000 drauf gehabt, lief aber einwandfrei. Vorbesitzer bekannt, haben das Auto eingebaut. Ja, und wie es der Zufall so will, haben wir dann kurz drauf aber dann auch den zweiten 45, auch original 6-Gang-Handschalter bekommen, auch wieder zum Schlachten. Ja, es sind zwar laut Statistik bloß 500 Stück gebaut worden. Mittlerweile dann 2 Stück weniger, weil wir die ja geschlachtet haben. Haben dann den Originalmotor, der schon mal im i30 jetzt drin war, wieder raus. War bei dem zweiten 45 Schlachter der Motor schon komplett revidiert war, deutlich weniger Kilometer hatte. Und das Positive an der Geschichte auch noch, das teure 6-Gang-Getriebe schon 3 Jahre zuvor von BMW mit Rechnung ersetzt worden ist. Und so ist dann die ganze Technik an das Auto reingewandert. Er lief dann auch schon vor einigen Jahren. Ist dann immer wegen, sagen wir, anderen Fahrzeugen, wegen anderen privaten Angelegenheiten immer wieder in die Ecke gestellt worden, der E30. Bis wir jetzt dann vor 3 Jahren gesagt haben, jetzt wird es mal gar gescheit durchgezogen und dann. Aber so mit dem Anspruch, dass das Auto im Prinzip umgebaut ist, wie wenn der Motor Werk drin war. Und ich denke, das sieht man jetzt dann auch ganz gut. Wirklich ins Detail oder detailverliebt umgebaut. Quasi jede Schraube getauscht, viele Sachen umgebaut, an die reinkehren. Angefangen von der Z3-Hinterachse komplett mit dem großen Differential, mit den großen Kühlkörpern. Mal 5-Loch daneben umgebaut, Vorderachse dann umgebaut mit 36 Grad Narben und selbstgedrehten Hülsen. Große Bremse von Porsche oder Porsche Bremssätteln. Das Fahrwerk von Carsport, ein Track-Fahrwerk, um also wirklich die Leistung ordentlich auf die Straße zu bringen. Dann eben umgebaut auf Federbein hinten, also nicht mehr Tonnenfedern und getrennt Stoßdämpfern. Ja, natürlich ein bisschen V8-Klang wollten wir auch haben. Auspuffanlage von vorne bis hinten in 63,5 dann auch selbst gebaut. Und so ging es dann auch irgendwann mal zum TÜV. Natürlich zwischendurch mal alles ordentlich abgesprochen. Und nach 2, 3 Hürden mit unserem örtlichen TÜV, dann über eine andere TÜV-Stelle, ist dann alles eingetragen worden und so wie er dasteht, ist das Ding auch komplett legal unterwegs, zugelassen, ganz normal. Auch nicht mit H-Kennzeichen, auch wenn er, obwohl Baujahr 982 das haben könnte, mit dem Motor ja doch nicht ganz H-konform ist. Ja. Ich denke, es ist grob überlesen. Ich bin der große Redner. Vielleicht sieht man sich auf den einen oder anderen Treffen mal. Da können wir gerne nochmal die Sache im Detail anschauen, drüber reden und beim Bierchen drüber quatschen. Bis dahin, ich wünsche euch was.
Servus. Memphis,